Die Läufigkeit begleitet eine unkastrierte Hündin ein Leben lang. Daher erfährst du in diesem Video erstens, wie du die Läufigkeit bei deiner Hündin erkennst, zweitens, welche Phasen es in einer Läufigkeit gibt und drittens, ganz wichtig, was es zu bedeuten hat, wenn deine Hündin auf einmal keine Läufigkeit mehr zeigt. Daher bleib auf jeden Fall dran. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, daher möchte ich auch gleich damit anfangen. Ich möchte nun einen sehr wichtigen Punkt vorwegnehmen, nämlich eine gesunde, unkastrierte Hündin sollte ihr ganzes Leben lang regelmäßig läufig werden. Zu diesem Punkt möchte ich später noch genauer eingehen, daher empfehle ich dir auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Nun, wann tritt die erste Läufigkeit bei einer Hündin ein? Das ist individuell sehr unterschiedlich, hängt von der Rasse ab, hängt von der Größe des Hundes ab und man kann grob sagen, tritt zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 14. Lebensmonat ein. Dann sollte die Läufigkeit regelmäßig wiederholt werden. Wiederum, bei manchen Hündinnen einmal im Jahr, bei manchen Hündinnen zweimal im Jahr. Dann, was auch noch sehr wichtig zu nennen ist, du als Hundehalter solltest gut erkennen können, wann deine Hündin läufig ist, beziehungsweise auch dann auch im Vorhinein wissen, wann die nächste Läufigkeit auftreten sollte, damit du dann in dieser Phase deine Hündin vor unkastrierten Rüden schützen kannst. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Hier werde ich dir aufzählen, welche Anzeichen darauf deuten, dass deine Hündin läufig ist. Ein Anzeichen für eine Läufigkeit ist, dass es zu einer Schwellung der Scheide kommt. Diese Schwellung tritt meistens ein paar Tage vor der Blutung auf. Das zweite Anzeichen einer Läufigkeit ist die Blutung aus der Scheide. Häufig ist die Blutung für viele Hundehalter das erste sichtbare Anzeichen, dass ihre Hündin nun läufig ist. Dieses abgesonderte Sekret kann hellrosa sein bis blutig und die Menge, wie viel eben von diesem Sekret abgesondert wird, ist individuell auch sehr unterschiedlich. Ein weiteres Anzeichen, welches vielen Hundehaltern auffällt, ist, dass sich ihre Hündinnen auf einmal intensiv im Bereich des Genitals abschlecken. Nun, warum machen das die Hündinnen? Sie versuchen sich eben in diesem Bereich sauber zu halten, sie versuchen das Sekret abzuschlecken, jedoch gelingt es den Hündinnen nicht, da es auch während dem Gehen zum Abfluss des Sekretes kommt. Daher muss man eben in dieser Phase etwas vermehrt putzen, Unterlagen in der Liegefläche verwenden und vielleicht auch eine Läufigkeitshose anwenden. Wenn du Erfahrung mit Läufigkeitshosen hast, lass es mich bitte unten wissen. Meistens kommt es auch in der Läufigkeit zu Veränderung des Verhaltens. Viele Hündinnen werden etwas nervöser, ängstlicher, anhänglicher. Sie beginnen auch in dieser Phase ihr Spielzeug zu horten und ein Nest zu bauen. Ein weiterer Punkt, der während der Läufigkeit zu beobachten ist, dass Hündinnen häufiger Harn absetzen. Mit diesem häufigen Harnabsatz versuchen diese Hündinnen zu markieren bzw. den anderen Hunden mitzuteilen, dass sie nun läufig ist. Bevor wir weitermachen, würde es mir sehr viel bedeuten, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und diesen Kanal gleich hier unten abonnierst und das Glöckchen drückst. Damit unterstützt du mich und du verpasst keine weiteren Videos zum Thema Tiergesundheit. Aber nun geht's weiter. Jetzt möchte ich kurz zu den Phasen einer Läufigkeit eingehen. Die Läufigkeit bei einer Hündin beginnt mit dem Proöstrus, wird auch als Vorbrunst bezeichnet. In dieser Phase kommt es zum Anstieg des Hormons Östrogen. In dieser Phase ist auch die Hündin für Rüden attraktiv. Nun, auf dem Höhepunkt des Östrogenspiegels kommt die Hündin in den Östrus, das wird auch als Brunst bezeichnet. In dem Östrus kommt es zum Eisprung und aus der Ovulationsstelle, der Eisprung wird auch als Ovulation bezeichnet. An der Ovulationsstelle bildet sich dann ein Gelbkörper. Dieser Gelbkörper bildet dann das Hormon Progesteron
Und mittels diverser Bluttests kann man dann nachweisen, wann der optimale Deckzeitpunkt der Hündin ist. Nun möchte ich noch ein paar Punkte ergänzen, die du auch auf jeden Fall zu diesem Thema, zum Thema der Läufigkeit wissen solltest. Nun, falls du nicht willst, dass deine Hündin trächtig wird, dann pass jetzt genau auf. Deine Hündin kann oder deine Hündin ist aufnahmefähig bzw. kann trächtig werden erst nach der Blutung. 1 bis 2 Tage nach der Blutung ist die Phase, wo deine Hündin nach dem Deckakt trächtig werden kann. Auch sehr wichtig zu erwähnen ist, dass Hündinnen bereits während der ersten Läufigkeit trächtig werden können. Dies ist jedoch auf jeden Fall zu vermeiden, denn während dieser Phase ist die Hündin noch nicht voll entwickelt und es kann während der Trächtigkeit bzw. während der Geburt zu Komplikationen der Welpen und des Muttertiers kommen. Jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Hündinnen haben keine Wechseljahre, sondern sollten ihr ganzes Leben lang regelmäßig läufig werden. Nun, wenn die Läufigkeit ausbleibt, kann es einerseits sein, dass eben die Anzeichen der Läufigkeit deutlich unterdrückt sind, dann spricht man von der sogenannten stillen Hitze. Die Hitze ist auch eine Bezeichnung für Läufigkeit. Bei einer stillen Hitze kann es eben sein, dass es zu keiner oder kaum einer Schwellung der Scheide kommt, dass es zu kaum einem Ausfluss kommt und dass die Hündin auch generell keine Verhaltensänderungen, keine Interesse an Rüden zeigt. Jedoch, wenn deine Hündin regelmäßig läufig war und deutliche Anzeichen hatte, dann diese Läufigkeit auf einmal ausbleibt, dann solltest du wirklich zeitnah zum Tierarzt gehen, damit er sich das Ganze genauer anschaut. Es kann sein, dass ein größeres Problem, eine größere Erkrankung dahinter steckt. Nun möchte ich eine Frage an dich stellen. Hat dir dieses Video einige Fragen beantworten können? Wenn ja, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir diese bitte hier unten in die Kommentare. Danke, dass du in diesem Video dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir gesunde Grüße und deinem Vierbeiner. Oh.